Meine liebe Waage, das ist das allgemeine Prognose für Oktober 2020. Am 1. hast du einen Vollmond in Widder. Neue erschütternde Entwicklungen sind in einer Beziehung zu erwarten. Dies kann positiv oder negativ je nach Geburtshoroskop interpretiert werden. Viele Wagen werden sich zutrauen, neue Verhältnisse zu schaffen, welche rechtliche Vereinbarungen beinhalten können. Am 4. geht Pluto wieder direkt in Steinbock. Im Wohnungs- und Familiensektor gibt es eine Situation, die sich bald durch ernsthafte Geschehnisse komplett verändern wird. Zwischen 7. und 9. hast du Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus und zwischen Mars und Pluto. Die Antworten auf bestimmte Fragen, die du hast, sind einem Prozess der ständigen Verhandlung zwischen unterschiedlichen Parteien oder unterschiedlichen Menschen unterworfen. Bei partnerschaftlichen Angelegenheiten sollte man sich nicht in eine Sache einlassen, wovon man nur schwer wieder loskommt. Zwischen 10. und 12. des Monats bilden Merkur und Venus einen Sextil. Geschäftliche Anlässe lassen sich mit dieser Konstellation angenehm gestalten. Jegliche Missverständnisse können aufgeräumt werden in dieser Zeit. Diese ist ein positiver Einfluss für die Liebe und für Geldgeschäften. Am 14. hast du Merkur rückläufig in Skorpion und dieser Einfluss bleibt bis zum 3. November. Im Bereich der Finanzen wird man bald ein wichtiges Kapitel beenden. Eine neue Geldinvestition kann erforderlich sein. Man könnte beängstigte Nachrichten von seiner Familie bekommen. Zwischen 13. und 16. haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn. Nur mit Geduld und Toleranz wirst du diese Zeit des Wechsels und der Aufregung überstehen. Dein innerer Frieden kann schnell gestört werden, wenn du nicht bereit bist, eine ungünstige Situation zu akzeptieren und gegebenenfalls zu verändern. Am 6. hast du einen Neumond in deinem Zeichen, das heißt, bis zum Monatsende wirst du erkennen können, inwieweit du Einfluss auf eine Situation nehmen kannst. Erinnerungen und Inhalte aus der Vergangenheit können wieder zum Vorschein gebracht werden und dies kann sich auf deine nahestehenden Beziehungen auswirken. Zwischen 17. und 24. des Monats haben wir einen Trigon zwischen Venus, Jupiter, Pluto und Saturn. Durch eine Sache, die geschehen wird, durch ein Geschehnis oder eine bestimmte Aussage, wirst du die Wahrheit über eine Person erkennen. Es kann auch sein, dass du dich ernsthaft um einen Familienangehörigen kümmerst und die Umgestaltung, Reinigung oder Verschönerung von Wohnräumen ist möglich. Und dann zwischen 19. und 30. haben wir Mars Quadrat Jupiter. Du oder eine andere Person möchte schnell mit einer Sache vorankommen, aber man sollte sich Zeit für alles nehmen und offen in allen Lebenssituationen sein. Und dann zum Schluss, am 31. beendest du den Monat mit einem Vollmond in Stier. Neue Entwicklungen in den Bereichen der Geschäfte und der Finanzen sind bald zu erwarten. Diesbezüglich kann man sehr verunsichert sein. Bei jeglichen Geldangelegenheiten empfiehlt es sich Ehrlichkeit und Offenheit. Liebe Waage, das war die Prognose für Oktober 2020. Falls du eine individuelle Prognose brauchst, kannst du eine individuelle Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für Oktober 2020. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.